Der Cthulhu-Mythos beherbergt viele außerweltliche Wesen, Götter und auch Abkömmlinge der großen Alten. Wer Gatanotoa ist, sagen wir euch in diesem Video. Begebt euch auf eine Reise des Grauens, einem kosmischen Horror und einem Wesen, was angeblich bis heute unter der Erde eines gigantischen Berges unter dem Meer leben soll. Der große alte Gatanotoa. Ihr wollt mehr vom Mythos? Dann zieht ein Ticket und lasst ein Abo da. Reist mit uns an den Rand des Wahnsinns. Ihr wollt unsere Arbeit und den Kult unterstützen? In der Zukunft vielleicht auch Mitglied des Zirkels werden? Dann schaut immer mal wieder in die Videobeschreibung. Gatanotoa ist ein Wesen, was zu den großen Alten zählt und im Cthulhu-Mythos angesiedelt wurde. Und auch unter vielen anderen Namen wie der dunkle Gott, das Ding auf dem Berg oder der Dämonengott bekannt ist. Seine Schöpfung fand er durch Lovecraft und der Autorin Hazel Held und fand seine erste Erwähnungen in der Kurzgeschichtenreihe Out of the Eons aus dem Jahre 1933. Er wurde später von anderen Autoren wie Lynn Carter und Colin Wilson erweitert und tiefer in den Mythos eingeführt. Gatanotoa gehörte zu den Großen Alten und ist der Erstgeborene des Großen Alten Cthulhu, hervorgebracht von Idia auf dem Planeten Xot. Erwähnungen darüber gibt es in der Geschichte Das Ding in der Grube aus dem Jahre 1980 in den Xotic Legends von Lynn Carter. Er ist eine riesige, amorphe Monstrosität, deren Aussehen so abscheulich sei, dass kein Lebewesen es könnte, Gatanotoa oder auch nur eine perfekte Nachbildung, wie klein sie auch sein mag, ohne eine Veränderung zu erleiden, die schrecklicher ist als der Tod selbst. So heißt es, das Opfer wird dabei dauerhaft immobilisiert. Der Anblick des Gottes oder seines Bildes bedeutete, wie alle Legenden der Jugotbrut übereinstimmend, eine Lähmung und Versteinerung und eine einzigartig schockierende Art, bei der das Opfer äußerlich in Stein und Leder verwandelt wird, während das Gehirn im Inneren ständig am Leben bleibt. Fürchterlich fixiert und eingesperrt durch die Jahrhunderte und sich dem Wahnsinn bewusst, dass endlose Epochen hilfloser Untätigkeit vergehen werden, bis Zufall und Zeit den Zerfall der versteinerten Hülle vollenden und der Tod die Erlösung bringt. Nur die Zerstörung des Gehirns des Opfers oder das Anbringen einer angeblich magischen Schriftrolle kann das Opfer aus seinem höllischen Gefängnis befreien. Wobei der Unglückliche wahrscheinlich lange vor der begrüßten Freilassung unheilbar wahnsinnig sein wird. Gatanotoa soll wohl vom Planeten Jugot, dem die Menschheit als Pluto bekannt ist, von einer alten, außerirdischen Rasse auf die Erde gebracht worden sein, die eine kolossale Festung auf Yadid-Go in der Provinz Kna des verlorenen Kontinents Mu errichteten und Gatanotoa im Inneren des Berges unter einer großen Falltür versiegelten, wo es bis heute leben soll. Es ist unklar, ob die Migo von Jugot oder eine noch ältere Rasse, die nicht bekannt ist, Gatanotoa zur Erde brachten. Er wurde dort später von der Menschheit, den Muvianern, verehrt, die es wegen seiner vorher erwähnten Fähigkeiten, jeden Menschen, der ihn erblickte, in lebende und denkende Mumien zu verwandeln, sowohl fürchteten als auch respektierten. Trotzdem haben vereinzelte, mutige Individuen versucht, dieses infernale Wesen zu zerstören, nur um daran zu scheitern. Die größte Angst bestand bei den Muvianern, dass Gatanotoa aus den Tiefen emporkriechen und brutal den Berg hinabstürzen könnte, um der Menschheit Schrecken und Versteinerung zu bringen. Im Jahre des Roten Mondes, was im Buch von Junst die unaussprechlichen Kulte auf das Jahr 173.148 vor Christus geschätzt wird, ein Mensch es wagte, zum ersten Mal Gatanotoa und seiner namenlosen Bedrohung zu trotzen. Dieser kühne Ketzer war Tyok, Hohepriester von Shub-Niggurat und Wächter des Kupfertempels der Ziegen mit den 1000 Jungen. Tyok hatte lange über die Kräfte der verschiedenen Götter nachgedacht und seltsame Träume und Offenbarungen gehabt, die das Leben dieser und früherer Welten berührten. Am Ende war er sich sicher, dass die menschenfreundlichen Götter gegen die feindlichen Götter aufgestellt werden könnten und glaubte, dass Shub-Niggurat, Nuk und Yeb sowie Yik, der Schlangengott, bereit wären, mit den Menschen gegen die Tyrannei und Anmaßung von Gatanotoa Partei zu ergreifen. Inspiriert von der Menschengöttin schrieb Tyok eine seltsame Formel im hieratischen Nakal seines Ordens nieder,
von der er glaubte, dass sie den Besitzer vor der versteinernden Macht des dunklen Gottes immun machen würde. Mit diesem Schutz überlegte er, könnte es einem mutigen Mann möglich sein, die Menschheit endlich von ihrer brütenden Bedrohung zu befreien. Tiok wurde dennoch besiegt, nachdem die Priester von Gatanotoa die Schriftrolle gestohlen haben und durch eine Fälschung ersetzt hatten, als sich Tiok Gatanotoa stellen wollte. Dazu sei gesagt, dass dies nicht für die Anerkennung und Gunst Gatanotoas vollzogen wurde, sondern um die Bevölkerung vor seinem Zorn für den Fall eines Scheiterns zu schützen, sollte Tiok versagen. Die Zivilisation der Muvianer lebte weiter und versank schließlich nach tausenden von Jahren mit dem Kontinent und Gatanotoa im Meer, wo er bis heute tief unter dem Meer eingesperrt verweilen soll. Es gibt auch kulturelle Bezüge auf die Inspiration Gatanotoas. So gibt es Andeutungen, dass mit der Fähigkeit, Versteinerungen zu verursachen und der Beschreibung, dass Gatanotoa vom Berge auf das Land fallen könnte, um Tod und Versteinerung zu bringen, der Versuch, den Vulkanausbruch jener in der Stadt Pompeii, die Menschen in vulkanischem Gestein einschloss, ihren Körper viele Jahre lang konservierte, zu beschreiben. Gatanotoas versteinerndes, abscheuliches Erscheinungsbild ähnelt auch dem Konzept der Medusa aus der griechischen Mythologie. Hoffen wir, dass Yadid-Go nie wieder aus dem Meer auftauchen wird und die Menschheit nichtsahnend die Gruft Gatanotoas öffnen wird. Sollten wir euer Interesse geweckt haben und ihr mehr über den Mythos erfahren wollt, über das nukleare Chaos Azathoth, dem Schläfer von Enkai Zatogawa, dem Priester der Träume Cthulhu oder dem schrecklichen König in Gelb, dann zieht ein Ticket, lasst euch hinabreißen in die Tiefen des Grauens. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn.